Stab- und Säulendiagramm. Das sind hier Darstellungsformen, die man wählen kann, wenn man aufbereitete Daten eben grafisch sichtbar machen möchte. Wir haben hier ein simples Beispiel in dieser Übung 2. Franziska würfelt 12-mal mit einem gewöhnlichen Würfel. Sie geht davon aus, dass die Augensumme aller Würfel größer als 30 ist. Okay, was macht man hier? Man guckt sich erstmal an, was hat Franziska gewürfelt und stellt dazu eine Tabelle auf. Und in der ersten Zeile, habe ich jetzt schon ein paar Mal erklärt, hat man eben die Merkmale stehen. Was ist hier das Merkmal? Das Merkmal ist das, was der Würfel anzeigt, also die Augenzahl je Wurf. Und das kann eben bei so einem normalen, fairen Würfel entweder die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 oder die 6 sein. Und wenn Franziska hier 12-mal wirft, dann kann man hier eben notieren, was geworfen wurde, also was der Würfel hier für Augenzahlen jeweils zeigt. Und 2-mal hat er die 1 gezeigt, 4-mal die 2, 2-mal die 3, gar nicht die 4, 3-mal die 5 und 1-mal die 6. Wenn du das hier zusammen addierst, dann sollte 12 rauskommen und das tut es auch. Okay, also kurz der Check gemacht, die Summe gebildet, ja, das ist sozusagen n gleich 12, ist auch die Zeilensumme. Okay, jetzt wollen wir hier die Diagramme aufstellen und wir wollen gucken, ob Franziskas Annahme denn stimmt. Fangen wir erstmal mit den Grafiken an. Stab und Säule, hast du jetzt schon ein paar Mal gesehen wahrscheinlich, die sind nicht wirklich unterschiedlich, außer dass Säule ein bisschen dicker ist und Stab ein bisschen dünner. Aber dafür gibt es keine Regeln, wie dünn und wie dick und welche Regeln auch immer dafür gelten, die, wie weit die hier auseinander sind. Das kannst du entscheiden, aber du solltest darauf achten, dass auf der X-Achse immer das Merkmal abgetragen wird und auch das Merkmal nicht nur hier skaliert, sondern auch dran steht. Das Merkmal hier ist der die Augenzahl je Wurf und das ist ja bei einem Würfel 1 bis 6, genauso wie du es hier oben auch in der Tabelle siehst. Die müssen natürlich hier gut nebeneinander passen, es darf nicht zugequetscht sein, aber du siehst hier passt das gut und hier ist genug Platz. So, die 4 wurde gar nicht geworfen, wir sehen das, die 3 zum Beispiel 2-mal, also das wurde hier korrekt abgetragen hier alles und jetzt kann man auf einen Blick eben die Verhältnisse sehen. Das ist bei Säulendiagramm und bei Säulendiagramm und bei Stabdiagramm eben gleich hier und es wäre auch keine Änderung großartig, wenn man hier statt den absoluten Häufigkeiten an der Y-Achse die relativen Häufigkeiten verwendet. Na, da musst du nur hinschreiben, statt dem Groß H von XI müsstest du Klein H von XI hinschreiben und du müsstest natürlich hier die Tabelle noch erweitern um eine Zeile und die relativen Häufigkeiten erst vorher ausrechnen. Gut, das wäre leicht, einfach 2 geteilt durch 12, 4 geteilt durch 12, 2 geteilt durch 12, 3 geteilt durch 12, 1 geteilt durch 12, na gut, und die 4, 0 geteilt durch 12 ist eh 0. Das würde aber nicht dazu führen, dass du hier andere Verhältnisse hast und deswegen nimmt man in der Regel eigentlich die absoluten Häufigkeiten. So, jetzt war noch die Frage, wie groß ist die Augensumme? Das ist eine reine Rechenarbeit, die man hier machen muss. Man muss gucken, wie häufig ich habe hier 2-mal die 1, 4-mal die 2, 2-mal die 3, gar nicht die 4, 3-mal die 5, 1-mal die 6. Könnte man auch einzeln zusammenrechnen oder eben hier über das Multiplizieren und das Summe bilden. Und da hat man hieraus 37 und somit ist die Annahme von Franziska richtig.